Servus, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Games on Jack Hardware. Heute habe ich für euch ein richtig feines Gaming-Headset am Start, nämlich das Biodynamic MMX 300 Second Generation. Ja, richtig gehört, das MMX 300 gibt es jetzt nun in einer neuen Version. Die alte Version gibt es jetzt auch gar nicht mehr im Handel erhältlich, maximal noch bei ein paar vereinzelten Shops, aber das wurde eben jetzt abgelöst durch die Second Generation oder durch die zweite Generation. Biodynamic hat ein paar Änderungen vorgenommen, auf die komme ich dann auch gleich zu sprechen. Zunächst einmal aber gucken wir uns mal immer die klassischen Punkte an: äußeres Erscheinungsbild, Design, Verarbeitung. Und was soll ich sagen? Ja, das MMX 300 ist auch in der zweiten Generation ein tiptop verarbeitetes Headset. Das fängt schon einmal damit an, dass wir einen Rahmen aus Metall haben, der natürlich für eine entsprechende Stabilität sorgt. Ja, also da hat man auch schon mal was Wertiges in der Hand. Die Kunststoffelemente, die natürlich auch vorhanden sind, die sind superwertig verarbeitet. Kein Knarzen, kein Wackeln, wenn man das Ding am Kopf hat. Also da sitzt alles wirklich bombenfest, genauso wie ich mir das erwarte. Wir haben hier im Kopfbügel eine sehr angenehm weiche Kunstlederpolsterung. Das Schöne ist, dass wir diesen Polsterbezug abnehmen können. Ja, da gibt es mittlerweile auch im Handel so ungefähr für 20, 30 Euro kann man sich so Ersatzpolsterungen holen, zum Beispiel auch mit einer anderen Farbe, wenn das einem lieber ist. Also ich glaube, es gibt Rot auch zur Auswahl. Also für den dürfte das sehr interessant sein. Das gleiche gilt auch für die Polsterung bei den Ohrmuscheln. Das ist in diesem Fall, hier haben wir hier so einen Kunstfaserbezug, der sehr angenehm ist, nämlich deswegen, weil ein bisschen Luft zu den Ohren kommt. Das heißt, die Ohren fangen nicht so schnell zum Schwitzen an. Trotzdem ist der Stoff dick genug, dass wir quasi ein geschlossenes Design haben. Das heißt, man kann Umgebungsgeräusche nur noch ganz minimal wahrnehmen, aber man kann sie wahrnehmen und man hört auch seine Stimme, was sehr angenehm ist, weil bei vielen Headsets, also wenn das komplett geschlossen ist, man hört seine eigene Stimme nicht mehr, das kann etwas unangenehm sein. Das ist hier zum Glück nicht der Fall. Auch die Polsterung ist auswechselbar, es ist aber keine Austauschpolsterung im Lieferumfang enthalten. Also wenn ihr sagt, ihr möchtet lieber eine Kunstlederpolsterung haben, dann könnt ihr euch die kaufen, kostet auch ungefähr so 20, 30 Euro, kriegt man eben dann diese Ersatzpolster. Was aber auch schon mal gut ist zu wissen, dass man die überhaupt bekommt, was ja bei vielen Headsets eben nicht der Fall ist. Ansonsten, ich drehe das mal, damit man das auch mal von der Seite sieht. Also die Verarbeitungsqualität ist wirklich spitze, da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Biodynamic verzichtet auch auf irgendwelche, ich sage jetzt mal, Spielereien wie RGB-Beleuchtung oder sonstige Geschichten. Wir haben hier wirklich ein ganz schlicht, komplett in schwarz gehaltenes Gaming-Headset. Also auf den ersten Blick, mir gefällt es. Ja, es geht halt eben in diese Richtung Hi-Fi. Wer halt jetzt etwas auffälliger möchte, ja, der muss sich was anderes holen, weil das MMX 300 ist nicht auffällig. Wir haben an der linken Seite einen sehr langen und flexiblen Mikrofonbügel, der sich auch sehr gut an die Mundposition anpassen lässt. Auf dem Mikrofon selber haben wir dann nochmal einen zusätzlichen Popfilter, was ich auch sehr wichtig finde, weil Biodynamic, und da kommen wir jetzt auch schon ein bisschen zum technischen Thema, ein wirklich sehr hochwertiges Mikrofon baut. Also das ist ein Mikrofon, mit dem kann man auch problemlos mal einen Podcast aufzeichnen. Ich sehe auch immer wieder Twitcher und YouTuber, die das Headset verwenden, beziehungsweise das Mikrofon. Also es ist natürlich, kommt es nicht ganz an die Qualität ran von einem hochwertigen Kapsel Kondensatmikrofon, ja, also das ist natürlich noch immer eine ganz andere Liga, aber so unter den Gaming-Headsets würde ich einfach mal behaupten, ist es eines der besten Mikrofone überhaupt am Markt. Also das ist wirklich ein Teil, mit dem es nicht nur darum geht, dass die Leute einen verstehen, sondern man hat wirklich eine sehr saubere, schöne Sprachübertragung, Hintergrundgeräusche werden rausgefiltert, also wirklich ein spitzen Mikrofon, eben inklusive Popfilter. Ich drehe das Mikrofon, ich drehe nochmal hier, dass man das Headset ein bisschen besser sieht. Das Mikrofon ist hochklappbar, wenn man das möchte. Hat auch eine sehr angenehme, straffe Rasterung. Also auch da merkt man schon wieder ein bisschen die Wertigkeit. Ja, abnehmbar ist es nicht. Das finde ich ist jetzt auch kein Riesenkritikpunkt, weil, wie gesagt, es ist halt ein Gaming-Headset. Natürlich wäre es schön gewesen, vielleicht dann bei der nächsten Generation, dass es abnehmbar ist. Das wäre natürlich nochmal ein kleines zusätzliches Plus. Ist aber auch nicht negativ. Thema Tragekomfort, dass wir da nochmal auch das reinschmeißen. Das Headset bringt ungefähr so knapp 290 Gramm auf die Waage.
also sind von Gewicht ein bisschen höher, was natürlich auch daran liegt, dass Metallelemente verbaut sind, aber das Gewicht ist trotzdem angenehm, weil es sich wirklich schön über den kompletten Kopf verteilt. Tragekomfort ist an sich sehr, sehr gut, ja, auch als Brillenträger kann man das Headset wunderbar tragen, weil der Anpressdruck nicht zu hoch ist, ja, also wenn man jetzt zum Beispiel eine Brille trägt oder eine Gunner-Brille, also nicht eine herkömmliche, sondern so eine Gamer-Brille trägt, dann muss man sich keine Sorgen machen, dass das irgendwie unangenehm drückt. Habe ich selber ausprobiert, ich bin selber kein Brillenträger, aber ich habe das mit einer Gunner-Brille ausprobiert, ja, und habe da keine Probleme feststellen können. Was hat man jetzt bei der Second Generation quasi überarbeitet, verbessert? Das sind unter anderem die Kabel. Wir haben nämlich zwei Kabel in Lieferumfang enthalten. Das ist Kabel Nummer 1. Kabel Nummer 1 ist 1,2 Meter lang, wird wie gesagt ganz klassisch angeschlossen an der Unterseite vom Headset, 3,5 mm Klinke. Und an diesem Kabel befindet sich auch die Kabelfernbedienung. Da können wir die Lautstärke regulieren und das Mikrofon muten. Und dann ist zusätzlich im Lieferumfang auch noch ein längeres Kabel enthalten mit 2,5 Meter. Das habe ich jetzt mal nicht ausgepackt. Und das ist zum Anschluss für die PC-Soundkarte. Also da haben wir dann zwei 3,5 mm Klinkenstecker für die Kopfhörer und für das Mikrofon. Also so, dass wir es eben an jede herkömmliche PC-Soundkarte anschließen. Aber theoretisch und praktisch kann man eben durch dieses Single-Klinken-Kabel das MMX 300 auch an der Konsole nutzen. Zum Beispiel Xbox, PlayStation, an der Switch oder auch an Smart Devices kann man es nutzen, wenn man möchte. Ja, also alles kompatibel, das finde ich sehr angenehm und es ist natürlich auch ein großer Pluspunkt, dass das Kabel abnehmbar ist. Ja, das heißt, wenn es mal zu einem Kabelbruch kommen sollte, dann könnt ihr dieses Kabel auch problemlos austauschen. Gibt auch schon im Handel Ersatzkabel, wenn man eins möchte oder benötigt, weil eben wie gesagt, das aus welchen Gründen auch immer defekt wird, dann kann man das tauschen. Was mich ein kleines bisschen stört bei den Kabeln ist, dass man sich hier für gummierte Kabel entschieden hat. Ich mag stoffummantelte Kabel lieber, weil sie einfach flexibler sind. Aber im Großen und Ganzen sind es trotzdem sehr hochwertige Kabel, auch hier mit vergoldeten Anschlüssen. Also gibt es da auch nicht groß was zu meckern. Jetzt komme ich aber natürlich zum wichtigsten Punkt, das wird auch wahrscheinlich die meisten interessieren. Wie sieht es denn aus mit der Soundqualität? Also, bei der Second Generation hat man nicht nur die Geschichte mit den Kabeln ein bisschen geändert und das Design, also das äußere Erscheinungsbild ein bisschen angepasst, sondern man hat auch das Mikrofon verbessert, darüber habe ich schon gesprochen. Man hat aber auch die Soundqualität ein bisschen gepimpt. Wir haben nach wie vor 50 mm Treiber auf jeder Seite verbaut und wir haben nach wie vor auch nur klassischen Stereo-Sound, also sprich, wenn ihr Virtual Surround Sound oder so möchtet, dann braucht ihr eine entsprechende Soundkarte, die das unterstützt. Out of the box ist es halt ein ganz klassisches Stereo-Headset, aber, und jetzt kommen wir zum springenden Punkt, das Ding hat eine Hammerklang, also wirklich eine Hammer-Soundqualität, wirklich, da verstehe ich auch, dass das MMX 300 nach wie vor so das Flaggschiff der Gaming-Headsets ist. Man muss natürlich, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, das Headset ist jetzt, hat auch nicht diese typischen klanglichen Eigenschaften von Gaming-Headset, das heißt übertriebener Bass und ja, die Mitten und Höhen sind eher so lala, sondern wir sind hier wirklich im Hi-Fi-Bereich. Das heißt, wir haben einen Bass, der ist aber nicht übertrieben hart, sondern schön dynamisch und trotzdem mit einem gewissen Wumms. Die Höhen sind klar und deutlich und was auch wichtig ist, wir haben einen präzisen und gut hörbaren Mitteltonbereich. Also alle drei Sachen sind wunderbar vorhanden. Bass, Mitteltonbereich und die hohen Tonlagen werden wunderbar abgedeckt von den Treibern, die da verbaut sind. Und das macht das MMX 300 jetzt eben nicht nur für Gamer interessant, sondern eben auch für Leute, die vielleicht mit dem Headset Musik hören möchten oder auch sich einen Film angucken möchten. Also es ist ein richtiges Universal-Headset. Beim Zocken hat man halt den großen Vorteil, dadurch, dass die hohen Tonlagen so präzise wiedergegeben werden, dass man gegnerische Schritte sehr gut orten kann. Also auch ohne, dass man jetzt irgendwie Surround-Sound-Technik anwirft, kann man gegnerische Schritte mit dem MMX 300 sehr gut orten. Und das ist eben der Vorteil. Und das ist auch ein bisschen der Mitgrund, warum das MMX 300 auch jetzt in der zweiten Generation nicht gerade günstig ist. Denn Hersteller Biodynamic lässt sich das Teil ordentlich bezahlen, nämlich mit knapp 300 Euro. Und da kommen wir jetzt dann eigentlich auch schon so ein bisschen Richtung Fazit. 300 Euro sind natürlich ein ordentlicher Preis für ein Gaming-Headset und wir haben jetzt in der Vergangenheit einige Headsets hier gehabt, zum Beispiel das HyperX Cloud Alpha, das kostet knapp 100 Euro oder auch das Sennheiser GSB 300.
das auch knapp 100 Euro kostet. All diese Headsets bieten ebenfalls eine tolle Verarbeitungsqualität, einen sehr guten Klang. Aber, und jetzt kommt eben das große Aber, das MMX 300 legt überall nochmal so eine ganz kleine Schippe drauf. Also das heißt, es ist jetzt nicht so, dass wenn ihr jetzt das HyperX Cloud zum Beispiel Alpha besitzt oder das normale Cloud noch und ihr wechselt dann auf MMX 300, dass ihr in einer komplett anderen Klangwelt seid. Aber wenn ihr eben die entsprechende Hardware habt, und das ist der ganz wichtige Punkt, das MMX 300, das ist kein Headset, was man einfach an irgendeine billige Onboard-Soundkarte anschließt, sondern da braucht man wirklich was Wertiges. Ja, wir haben zum Beispiel auch hier das MMX 300 getestet in Kombination mit der neuen Creative AE5 Soundkarte, also mit einer dedizierten Soundkarte, und erst mit solchen Soundkarten kann man dann auch die Qualität herauskitzeln aus diesem Headset. Ja, weil ansonsten kann man auch ein 100-Euro Headset sich holen oder ein 80-Euro Headset, da kriegt man nicht, da wird man natürlich auch Unterschiede heraushören, aber um wirklich die maximale Qualität zu bekommen, und das muss ich nochmal anführen, braucht ihr wirklich eine ordentliche Soundkarte. Wenn ihr eine solche habt, dann ist es wirklich eine Traumkombination zusammen mit den MMX 300 hier in der zweiten Generation, weil ihr einfach einen bombastischen Klang habt, eine super Sprachqualität, einen tollen Tragekomfort, eine tiptop Verarbeitungsqualität. Dann ist das Ganze schön modular aufgebaut. Ihr könnt alle Polsterungen tauschen, ihr könnt die Kabel tauschen, also wirklich alles, was man sich wünscht, und das Ganze noch schön verpackt in einen, wie ich finde, tollen Hi-Fi-Design. Also ihr seht, ich bin begeistert von den MMX Second Generation. Es ist ein teures Headset, kein Thema, aber dafür bekommt man halt auch das Maximum, was es derzeit so am Markt gibt, im Thema Verarbeitung, Klang, Sprachqualität etc. Also da gibt es nicht viele Headsets, die da mithalten können. Ja, ich habe es ja bereits erwähnt, das Teil ist ab sofort im Handel erhältlich, kostet 300 Euro. Ja, wenn ihr noch Fragen, Anregungen habt, rein in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, über einen Daumen nach oben. Gerne dürft ihr auch unseren YouTube-Channel abonnieren. Das war's von mir, das war's von den neuen Biodynamic MMX 300, zweite Generation oder Second Generation. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, liebe Leute.